Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Death Stranding. Nachdem wir beim letzten Mal nur so eine trockene, ich lese mir mal alle E-Mails und so weiter durch, Folge gemacht haben, geht's heute mal wieder an einen Auftrag. Und zwar will ich erstmal die Sachen machen, die wir schon... Ach, dann müssen wir wieder zum Handwerker zurück. So, wir nehmen beide. Ich gehe erst... Moment. 96 Kilo. Heidenei. Boah, wie voll bin ich denn da? Aber ich habe ein Auto. Ich werde das mit dem Auto versuchen. Werde erst zum Alten fahren. Ich nehme beide. Habe ich jetzt beide? Nein, habe ich nicht. Ach, guck mal hier, die Pflanzen. Oder sind die da den auch? Ausgewählt. Und den? Auch. Ausgewählt. Hier sind sie beide drin, okay. Materiallieferung, Metalle? Moment, wo sind die denn hin? Ach so, das ist das, was der Bot gemacht hat, okay. So. Stiefel brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich gucke gleich nochmal. Aber dieser Gun da, die möchte ich gerne. Die Bola Gun, die möchte ich gerne. Sam, manchmal bringen andere Boten Bridges-Fahrzeuge zur Garage zurück. Sie sind für alle da, also benutze sie einfach, wann immer du willst. Aha, okay. Ja, aber ich habe jetzt den großen, da kann ich viel besser meine Sachen, Ich will eigentlich die Gun. Die da will ich haben. Warum? Hallo? Ist die Gun auf dem Fahrzeug oder was? Verstehe ich nicht, Freunde. Ich gehe doch gar nicht auf Fahrzeuge. Ich gehe doch hier auf die Gun. Ah, so, hier muss ich das. Benötigt Chris Chirale. Okay, die können wir uns ausstatten. So. Habe ich jetzt jede Menge davon, oder was? Das sind die Britsche Stiefel Stufe 1, aber wir sollten mal die Britsche Stiefel Stufe 2 nehmen, ne? So. Ach, jetzt sagt der Hersteller, na guck. Da will ich jetzt nochmal mit den Waffen auch probieren. Eine. Hallo? Eine brauche ich. Ah, wir haben zu wenig Resine. Wir brauchen... Hä? Metalle? Verfügbar 1314? Verstehe ich nicht. Eine Waffe. Ah, jetzt. Ja. Perfekt, jetzt haben wir sie, glaube ich. Okay, das war's. Hallo?
Aufträge annehmen. Habe ich ja gesagt. Und bestätigen. Denn wir wollen das Fahrzeug gar nicht. Ich habe da ein Fahrzeug stehen. Bestätigen. Kann man das neu stapeln? Dann werde ich das gleich umstapeln. Oh, Freunde. Ach du heiliger Strohsack. Eieieiei. Packen wir alles ins Auto, ja. Zur Not müssen wir aus dem Auto was rauspacken. Geht ja nicht anders. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ja, ja, es kommt alles ins Auto. So. Was hat er denn da in der Hand? Oh. Aldo Belli, ey. Gucken wir mal. Im Truck, da können wir doch einiges in den Truck packen. Die ganzen schweren Sachen hier. Müssen wir nur aufpassen, dass der Truck auch durchkommt. Dann können wir hier die kleinen Kisten, die können wir dann so mitnehmen. Genau. Jetzt muss ich echt hier so ein paar Sachen wie Keramik erstmal rausnehmen. Die gehören aber nicht zu unserem Auftrag, ne? Oh Gott. Dann packen wir die in unserem privaten Spind vielleicht erstmal rein. Pack die mal in unseren privaten Spind rein. Und ich hoffe, das reicht jetzt so, dass wir das... Das reicht, jawohl. So, dann fahren wir mal zurück. Erstmal aufladen hier. Sehr gut. Leute, also hier könnte man echt eine Brücke gebrauchen. Zum Ingenieur soll das?
Nehme ich das doch mal mit. Da wollen wir doch hin, oder? Zumindest auf halbem Weg. Wie sind wir denn hier nochmal lang gekommen? Bisschen an der Seite rum, oder? Sind wir hier nicht an der Seite lang gekommen? Weil hier komme ich nicht hoch, definitiv nicht. Mal gucken. Sag mal, wenn ich da so hoch fahre, das müsste doch eigentlich vielleicht passen. Nee, passt nicht. Shit. Und hier? Wow. Aldo Belli. Wir haben ja keine Pizza dabei, ne? Dann machen wir das andersrum. Dann machen wir das so rum. Aldo Belli, ey. Aber das wird doch nichts hier. Ich kann höchstens versuchen, über die andere Seite noch ein Stückchen zu fahren. Aber ganz... Was macht der hier? Aber ganz ehrlich, ohne Auto diese ganzen Sachen zu liefern, wäre echt Wahnsinn. Na, da kommen wir nicht lang. Gott, wie lange das dauert, ne? Bis der mal durch den Fluss durchgeäumelt ist. Ja, ich hab's gesehen, Freunde. Lass uns mal auf der Strecke gucken hier. So, wir sind jetzt hier. Und haben jetzt hier den Fluss überquert und wollten dann hier hoch. Nee, gar nicht wahr. Hier haben wir den Fluss überquert, hier unten. Da. Und wollten dann da hoch. Ja, doof. Das ist ja echt blöd. Versuch mal hier so. Sind wir auf jeden Fall schneller drüben. Aber da kommen wir nicht hoch. Beim besten Willen nicht. Oder sind wir von oben irgendwie runtergekommen? Aber da geht doch auch nicht. Wenn ich jetzt hier so einen riesen Bogen mache, das ist auch shit, oder? Guck mal. Oh nein.
Da haben wir einen Mul. Bam. Brauchen wir dann noch einen Mul? Da drüben kommt einer. Ja, wir müssen gucken, dass wir jetzt hier irgendwie... Da hinten müssten wir eigentlich hin, aber... Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Gucken wir mal. Weil wir jetzt jede Menge Kram auch dabei haben, wäre das natürlich echt... Aha! Ach, hat er mich doch noch getroffen, der Sausack. Dann kriegt er jetzt alles, was er braucht. Zumindest der hier. Bam! Und boom! Und dann kommt schon der nächste. Oh Gott. Dann... Angriff ist die beste Verteidigung. Okay. Und bam, bam, bams. Dann kommt auch einer. Hauen wir erstmal ab hier. Ach, da ist noch einer. Ach du da, wo kommt der denn jetzt her? Ah, nein. Jetzt kommen sie wieder alle hier. Aber wir sind ja auch noch nicht bei solchen Kämpfen gestorben, ne? Was ist denn hier wieder? Den will er gar nicht... Tschak. Alter, steh auf. Oh, Leute. Meine ganzen Speziallieferungen. Ach du Scheiße, wie viel kommen denn hier? Gott. Und da der nächste. Komme ich an die, so komme ich die gar nicht ran, ey. Alter. Denk an Bibi und denk an die Wach, an die Fracht. Ich komme an die nicht ran, ey. So. Und jetzt wollen wir den auch noch holen. Jawohl. Das war's erstmal. Allerdings sollte ich mir einen Monster-Drink reinziehen. Auch nicht noch mehr, Leute. Und ich brauche einen leckeren Wurm. Nee, brauche ich gar nicht. Ja, unser Wagen, der strahlt natürlich hier. Interessante Fracht aus. Den haben sie natürlich auf dem Kieker. Deshalb müssen wir hier stehen, dass wir hier wegkommen. Wenn wir es schaffen, bis da hinten hinzukommen, dann könnten wir da rüberfahren. Oder auch nicht. Boah, das ist ja total doof hier, ey. Kommst da gar nicht hin, oder? Nein. Oh nein.
Oh nein, Freunde. Verflucht, ey. Da irgendwie rüberkommen würden, ne? Könnte klappen. Könnte wirklich funktionieren, ne? Nur wenn man zu naiv ist. Ja, ich hab's geschafft, ein Glück, ey. Jetzt die Frage, wo ist so ein Ladeäumel? Ja, eben, da hinten ist ein Ladeäumel. Versuchen wir da mal hinzukommen. Will das noch schaffen? Toll, wo ist der denn? Mitten in der Prärie. Kann es nicht sein. Da ist doch bestimmt auch einer, oder? Nee, da fahre ich jetzt nicht hin. Da ist immer Platz. Das. Muss doch irgendwo noch Ladedinge sein. Da hinten. Ein Glück. Oh. Direkt los oder warten, bis er voll ist? Hey, wir warten, bis er voll ist. So, dann gucken wir mal eben, wo wir hier sind. Der Handwerker. Hatten wir eine Fracht für den Handwerker? Ja, ne? Genau, dann bringen wir das doch erstmal weg. Und dann kümmern wir uns um den Alten und den Ingenieur, beziehungsweise den Alten. Perfekt. Ach, guck mal. Alle Waffen sind während des Aufenthalts geprüft. Vielen Dank. Sind das andere Spieler? Krass. So, die angeforderte Fracht liefern. Dann haben wir nämlich 36 Kilo schon mal weg. Ja gut, ne? Ich hoffe, du bist auch glücklich darüber, was wir dir gebracht haben. Mann, die Fracht hat doch definitiv was abgekriegt. Oh. Das ist aber gemein. Also war das nicht awesome, ja? Okay, Ausrüstung haben wir auch noch gekriegt. Cool. Wahnsinn, ey.
getan. Jetzt bin ich an der Reihe. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Ja, und das, liebe Freunde, machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin erst einmal ciao.